willkommen zum Viriditas Heilpflanzen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit duftenden Pflanzen, Harzen oder Gewürzen räuchert. Ja, das Verbrennen von duftenden Pflanzen ist eine ganz, ganz alte Heilanwendung. Leider wird es heute gerne in die Schublade der Esoterik geschoben, aber eigentlich hat dieses Verbrennen der Pflanzen auch Heilwirkung. Vor allen Dingen in der Desinfektion der Raumluft. Besonders wenn sich kranke Menschen in einem Raum aufhalten, dann desinfiziert es einfach den Raum. Und eine andere Möglichkeit der Anwendung ist auch, dass der Duft dieser Pflanzen auf unser Gehirn wirkt und uns auch entspannen kann oder erden kann, also sprich die Gefühlsebene anspricht. Nichtsdestotrotz wird das Räuchern auch gerne angewendet, um energetische Reinigungen vorzunehmen. Und auch bei der sakralen oder bei sakralen Handlungen wird gerne geräuchert. Das kennen wir heute noch in der katholischen Kirche, wo immer noch mit Weihrauch zu bestimmten Anlässen geräuchert wird. Ja, zum Räuchern gibt es verschiedene Methoden, die möchte ich euch heute vorstellen. Und das sind vier verschiedene Methoden. Einmal die Methode mit dem Räucherstäbchen. Dann das Räuchern mit Kohle, dann das Räuchern mit einer Kerze oder das Räuchern mit dem Räucherbündel. Die erste Methode ist die allereinfachste Methode, das ist das Räucherstäbchen. Manchmal kriegt man auch im Handel Räucherkegel zu kaufen. Jedenfalls handelt es sich hier um pulverisiertes Räucherwerk, was in irgendeine bestimmte Form gepresst wird. Und so ein Räucherstäbchen zündet man ganz einfach an. Wenn es dann Feuer gefangen hat, dann fängt es schon sogleich an zu räuchern. Wir haben also hier einen sanften Rauch, der sich im Raum ausbreitet. Die Problematik bei Räucherstäbchen ist eher, dass man nicht genau weiß, was in diesem Räucherwerk verarbeitet worden ist. Manchmal sind halt auch synthetische Duftstoffe eingearbeitet oder irgendwelche problematischen Stoffe, die man eigentlich nicht so gerne einatmen möchte. Also insofern ist es sehr wichtig, dass man beim Kauf darauf achtet, dass es sich um reine Kräuterstäbchen handelt, von einer guten Marke, von einer guten Qualität. Da ist manchmal auch der Preis ausschlaggebend. Die zweite Methode, die ich euch zeigen möchte, ist das Räuchern mit einer Räucherkohle. Hier handelt es sich um eine speziell dafür hergestellte Kohle, die man in so Rollen kaufen kann. Und diese Kohlen haben in der Mitte eine Vertiefung, wo später das Räucherwerk draufkommt. Diese Methode ist eine sehr, sehr intensive Methode, die sehr viel Rauch entwickelt. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Raum während oder direkt nach dem Räuchern gut lüftet, weil sonst können die Atemwege gereizt werden oder man kann auch schnell Kopfschmerzen bekommen. Wenn man also durchlüftet, geht der Rauch weg, aber der Duft, der bleibt im Zimmer. Um diese Kohle anzuzünden, empfehle ich euch, eine Zuckerzange zu nehmen oder auch eine Pinzette, das geht, womit ihr die Kohle festhaltet. Und dann geht ihr am besten ans offene Fenster, denn in dieser Kohle ist ein Anzündemittel drin verarbeitet, was einen sehr unangenehmen Geruch hat. Und es ist besser, ihr macht das draußen an. Man sieht jetzt hier mit dem Wind oder man kann auch dagegen blasen, dass die Kohle anfängt durchzuglühen. Und wir müssen jetzt einige Minuten warten, bis die Kohle ganz durchgeglüht ist. Wenn wir jetzt merken, sie hat gut gepackt, sie brutzelt, dann können wir sie auch auf unsere Räucherschale legen. Die Räucherschale ist ein feuerfestes Gefäß, was mit ein wenig Sand gefüllt ist. Das kann Sand aus dem Sandkasten sein oder Vogelsand aus der Tierhandlung. Man legt die Kohle darauf und wartet jetzt einige Zeit, bis die Kohle wirklich ganz weiß durchgeglüht ist. Die Kohle ist jetzt ziemlich weiß geworden, grau-weiß geworden. Ihr könnt gerne ein bisschen mit einer Feder wedeln oder mit einem Fächer oder auch blasen. Dann geht dieser Prozess ein wenig schneller. Aber wenn dieser Rand schön durchgeglüht ist, dann ist eigentlich der Moment, wo man auch das Räucherwerk auflegen kann. Bei dieser Methode nehme ich jetzt hier Harz. Das ist jetzt ganz klassisch Weihrauch. Und ich brauche nur ein paar Körnchen, die ich in die Mitte der Räucherkohle lege. Und jetzt verbrennt das Harz und der Rauch entwickelt sich. Ihr seht, das ist also ein sehr starker Rauch, der sich jetzt entwickelt. Und wer mag, kann jetzt die Schale in die Hand nehmen und mit der Feder den Rauch im Raum verteilen, damit durch das ganze Haus gehen und, wie gesagt, gut lüften danach.
Die dritte Räuchermethode ist das Räuchern mit einer Kerze. Dazu braucht man einfach ein Teelicht, ein Stöfchen und ein Metallsieb. Die Kerze kommt in das Stöfchen, wird angezündet. Das Metallsieb wird draufgelegt und nun kann man ganz einfach die Kräuter, die man räuchern möchte, oben auf das Sieb drauflegen. Ich habe hier zum Beispiel Wacholderbeeren genommen. Jetzt muss man einen Augenblick warten, bis die heiß werden. Dann wird man auch sehen, wie es anfängt zu räuchern. Gerne kann man auch das mischen mit anderen Kräutern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen Rosmarin genommen. Legen wir den noch dazu. Jetzt wird es einen Augenblick dauern, bis also der Rauch aufsteigt. Und wir werden feststellen, dass es eine Räuchermethode, die deutlich sanfter ist als das Räuchern mit Kohle. Also für diejenigen, die es nicht gerne so ganz intensiv mögen, ist das hier die sanftere Variante. Wir sehen, jetzt steigt der Rauch auf, es duftet schon ganz ordentlich. Und das ist also die optimale Methode, um Kräuter zu räuchern. Man kann auch Harze räuchern, zum Beispiel Weihrauch. Allerdings ist es so, dass Harze dann mit der Hitze schmelzen und gerne in die Kerzenflamme tropfen. Deswegen empfehle ich einen kleinen Trick. Ihr nehmt euch ein Stück Alufolie, legt das oben auf das Sieb und gebt dann das Harz auf die Alufolie, damit halt das Ganze nicht durchtropft. Die vierte Methode ist das Räuchern mit einem Räucherbündel. Das sind Bündel, die ihr fertig im Handel kaufen könnt oder auch ganz leicht selbst machen könnt. Das ist zum Beispiel ein Bündel, was ich selbst im Sommer zusammengebunden habe. Dazu nimmt man einfach duftende Kräuter, presst sie schön zusammen und wickelt sie ganz stramm mit einer Kordel zusammen. Dann muss man dieses Bündel an einen trockenen, warmen Ort aufhängen, damit es schnell durchtrocknet und sich kein Schimmel bildet. Und wenn es dann ganz durchgetrocknet ist, könnt ihr am oberen Ende die Schnur ein wenig lösen. So. Und dann mit einer Kerze das Ganze zum Brennen bringen. Wenn es eine Flamme gibt, dann blast ihr sie aus. Ihr seht, es soll einfach nur so glimmen. Und falls es aufhört zu glimmen, dann geht ihr wieder an die Kerze und zündet es wieder an. Dann seht ihr, dass dieses Räucherbündel schön anfängt zu rauchen. Und auch mit diesem Bündel könnt ihr sehr schön durch euer Haus gehen und in allen Ecken räuchern. Vielleicht sollte man ein Gefäß drunter halten, damit eventuelle Stücke, die abbrechen und brennen, nicht nach unten fallen. In diesem Bündel habe ich vor allen Dingen Beifuß eingearbeitet, aber auch Pflanzen wie Lavendel, Salbei, Rosmarin und so weiter, die eignen sich alle mal ganz gut. Besonders intensiv haben unsere Vorfahren in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag geräuchert. Das ist die Zeit der sogenannten Rauchnächte. In diesen 12 Nächten glaubte man, dass die Geister kämpfen um Licht und Schatten oder Licht und Dunkelheit. Und um sich vor den dunklen Mächten, vor den Geistern zu schützen, hat man halt Schutzräucherungen vorgenommen mit bestimmten Pflanzen. Man hat das Haus ausgeräuchert, den Viehstall, den Hof und so weiter. Und das sind halt alte Traditionen, an die ihr auch denken könnt, jetzt genau in dieser Zeit. Ich wünsche euch deswegen alles, alles Gute im neuen Jahr, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.